So, hallo, wir sind heute eingeladen bei der MRChemy. Ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, alles made in Germany. Die machen wirklich alles von der Entwicklung, Produktion bis zum Vertrieb selber. Die stellen auch Scanspray her. Und jetzt werden wir da heute mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Hi. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben in letzter Zeit immer wieder mal mit euren Produkten gearbeitet, waren super zufrieden und waren auch so ein bisschen neugierig auf die Firma, die dahinter steht. Und da war es für uns eine freudige Überraschung, dass du uns eingeladen hast. Und jetzt kannst du auch mal ein bisschen was zu euch erzählen. Was macht ihr so? Ja, sehr gerne. Also zum Kern, wir sind die MRChemy GmbH, haben ca. 50 Mitarbeiter, die sich allesamt mit Entwicklung, Herstellung und auch dem Vertrieb beschäftigen. Das heißt, wir machen alles selber hier in-house. Bekannt sind wir hauptsächlich durch Materialien der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und daraus haben sich so ein bisschen die Scanning Sprays ergeben, weil wir festgestellt haben, okay, Kunden haben gewissermaßen unsere Produkte zweckentfremdet, um dann eben Oberflächen für ihre 3D-Scans zu mattieren und hatten dann immer wieder das Problem, dass diese Oberflächen dann zu grob waren, beziehungsweise dass noch damals permanente Sprays gewesen sind, die nicht so leicht von den Oberflächen wieder zu entfernen waren und wir uns dann gedacht haben, hey, der Kunde hat ein Problem, wir brauchen bessere Lösungen, haben dann das Tarnish 90 als erstes entwickelt, als permanentes Spray, welches eben feiner aufzutragen war und wesentlich leichter durch Wasser wieder zu entfernen war. Und hinterher dachten wir uns, Moment mal, ein Bauteil wieder zu reinigen ist recht aufwendig, lass uns doch mal schauen, wie wir dem Kunden noch bessere Lösungen anbieten können. Und daraus sind dann die sublimierenden Sprays entstanden, namentlich Tarnish 11, 12, 13 und 50. Ja, an die Zeiten kann ich mich auch noch gut erinnern. Wir haben tatsächlich damals in der Entwicklung auch immer wieder die Teile aus dem Messraum gekriegt. Da war auch noch dann der Nassentwickler drauf. Und das war immer ein Riesenspaß, den abzuwaschen. Da haben sich alle drum geschlagen. Also wir haben uns auf jeden Fall damals alle drüber gefreut, als die sublimierenden Sprays kamen. Was mir bei euch sehr gut gefallen hat, war einfach, dass tatsächlich die Sprays auch auf unterschiedlichen Oberflächen, mit unterschiedlichen Oberflächenzuständen auch nicht sofort wegsublimieren, sondern dass ich tatsächlich den Scanner auch zu Ende machen kann. Und wir arbeiten da wirklich ganz gerne mit den Produkten. Genau, so sind wir zusammengekommen. Und wenn ihr Bock habt, können wir gerne mal rumgehen und schauen, wie kommt das Zeug denn eigentlich in die Dose. Sehr gerne. So, jetzt habt ihr mal bei MR ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Für alle die von euch, die noch nie mit einem Tarnish Scan Spray gearbeitet haben, haben wir hier mal einen Demonstrator aufgebaut. Das ist ein Objekt, das Scan Spray wirklich notwendig hat. Es ist schwarz, es ist glänzend, es hat durchsichtige Flächen und das werden wir jetzt mal einscannen. Also wie man hier auf dem Bildschirm sehen kann, hat sich das Ergebnis deutlich verbessert. Auch beim Laserscanning ist ein Scanspray sinnvoll, vor allem wenn man mit sehr komplizierten Oberflächen zu kämpfen hat. Wir haben hier nicht nur Schwarz oder Glanz, wir haben hier Schwarz und Glanz. Und das hat auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung gebracht. Absolut, und von daher nehmen wir mit, dass es sich immer lohnt, eine Dose Scanning Spray im Schrank zu haben. Oder zwei. Oder zwei. Wir werden aber auf jeden Fall zum Applikationswissen noch ein bisschen mehr Material produzieren. Da könnt ihr auf jeden Fall auf weitere Videos gespannt sein, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ja, Carsten, nochmal vielen Dank dafür, dass wir heute die Gelegenheit hatten, euch ein bisschen besser kennenzulernen. War für uns ein spannender Tag. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass bei euch also die Kommunikationswege sehr kurz sind. Man kann mal in Anführungszeichen eben kurz in die Entwicklung rübergehen. Ihr habt die Produktion im Haus. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die Struktur nicht nur familiengeführt ist, sondern auch der Umgang familiär ist. Wir sehen da auf jeden Fall eine gute Grundlage für eine Kooperation in Zukunft. Ich denke, wir werden da noch das ein oder andere zusammen stemmen. Für heute war es das bei uns und du hast die letzten Worte. Ja,
Schönen Dank nochmal, dass ihr auch die Zeit gefunden habt und auch die Gelegenheit genutzt habt, zu uns zu kommen. Wir haben im Vorfeld viel miteinander gesprochen. Die Firma wurde ja auch schon vorgestellt. Wir sind seit über 50 Jahren in dem Bereich der Oberflächenrissprüfung tätig, haben daher auch viel Erfahrung, was das Herstellen, die Entwicklung von Chemikalien angeht. Jetzt möchten wir natürlich mit dieser Partnerschaft, die nicht nur operativ, sondern auch strategisch ist, noch mehr erfahren im Bereich des Scannings. Wir haben Ahnung von Chemie, keine Ahnung vom Equipment und von der Software, was das 3D-Scannen angeht. Und mit euch an unserer Seite können wir sicherlich noch viele schöne Kundenlösungen in den Markt bringen. Da bin ich mir auch sicher, die Chemie stimmt. Und ihr könnt da mit Sicherheit in nächster Zeit noch ein paar Videos erwarten zum Thema Scanning-Spray, die euch mit Sicherheit auch interessieren werden. Für heute war es das erstmal. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Bis zum nächsten Mal.